Guten Morgen, ein wunderschönes Pfingstfest wünsche ich euch. Es ist allerdings schon 12 Uhr. Bei mir ist aber schon viel passiert. Mein zweiter Kaffee, mein Frühstück. Eben noch nicht zurecht gebastelt, mache es aber nachher gleich. Ich wünsche euch ein sauber, ich muss mal bedecken hier ein bisschen, ne? Ein zauberhaftes Pfingstfest. Ich frühstücke jetzt. Ich freue mich richtig auf mein Rührei. Das schmeckt richtig gut. Ich habe mit Sojamilch gemacht und so eine Gewürze von Just Spice. Sehr empfehlenswert. Aber da müsste man mal gucken. Ich finde, die sind immer sehr teuer. Die gibt es ab und zu im Angebot. Bei Penny gab es sie jetzt im Angebot. Der Cooper möchte auch essen. Ne? Ich sehe das schon. Der Cooper sagt euch jetzt guten Morgen. Guten Morgen, Cooper. Komm her, ein bisschen Ei darfst du essen. Ist aber noch heiß. Eichen schmeckt, ne? Mmh, Eichen schmeckt, das weiß ich. Hier schmeckt auch Eichen. Ja. Was steht heute? Wunderbares an. Ich habe mir so überlegt, in 2 Tagen Pfingsten wollte ich jetzt so bloggen, jeden Tag ein bisschen mal. Der Blog wird am Mittwoch online kommen. Jetzt läuft gerade mein Video für heute noch hoch. Ich hatte dann leider eine Beschwerde drin, deswegen musste ich es nochmal hochladen. Da ist YouTube ja immer sehr... sehr streng. Ich hatte war im Auto unterwegs und habe meinen Hintergrund Robin Schulz gehört und deswegen hatte ich eine Urheberbeschwerde, weil man ja Einnahmen dann hat und diese Einnahmen muss man dann abtreten. Das ist richtig sage, aber ist auch egal. Ich habe jetzt das ganze Video nochmal hochgeladen, den Ton runtergefahren, andere Musik hintergelegt. Naja, kommt ja nicht pünktlich raus, aber trotzdem kommt heute noch ein Blog von mir. Ich habe ja wirklich fast vorgenommen, dass ich wirklich regelmäßiger wieder blocke. Cooper Gore isst du nicht. Ja. Und in diesem Blog am Wochenende jetzt wird jetzt eigentlich nicht viel passieren. Ich habe mir bewusst heute mal nichts vorgenommen. Weil ich heute meinen Tag Cooper widmen möchte. Und wie ich nur nebenbei noch drehen möchte über die Tammy. Aus Amerika ist auch eine YouTuberin. Erstmal einen Schluck Kaffee. Prost, Kinder! Über die YouTuberin aus Amerika, die hat eine Fitness-App rausgebracht, die wollte ich jetzt mal probieren, so also eine Challenge machen mit 14 Tagen. Deswegen hat die Mutti auch schon wieder so einen Sportdress an. Nicht, weil ich denke, ich sehe toll aus, sondern weil sie mit der App, mit diesem Workout, dieser 14-Tagen-Challenge beginnen möchte. Und so möchte ich eigentlich meine Ergebnisse ein bisschen festhalten. Ja, ich habe jetzt schon ganz schön abgenommen und die Mutti ist auch sehr fleißig mit Sport. Oh, ich wollte euch nicht schon wieder mein Sportbild zeigen. Und ja, mal schauen. Da wollte ich heute ein bisschen drehen und dann morgen nochmal jeden Tag mein Workout drehen. Und ein bisschen die Ernährung. Habe ich ja schon im März angefangen umzustellen. Heute gibt es zum Beispiel bei mir Rührei mit Tomate und Gurke. Habt ihr ja gesehen. Mmh. Das ist so lecker. Ich achte echt auf vieles jetzt. Ich kaufe auch nur noch Sojamilch, Mandelmilch. Jetzt habe ich einen Kokos, Soja, Joghurt gekauft. Zeige ich euch nachher gleich mal. Ja, man isst natürlich viel weniger. Früher hat mir den Magen vollgeschlagen, bis ich so übersättigt war, dass ich das Eis wieder rausgebrochen habe. Hoppala. Ja, und jetzt ist man bewusst gesünder. Und keine Mahlzeiten und der Magen gewöhnt sich dran und man trinkt auch viel, viel mehr. Ich habe heute schon meinen Brennnesseltee getrunken heute Morgen. Wir waren mit dem Cooper und der Leni schon ganz lange draußen. Oh, guck mal, wie süß er guckt. Ich muss euch da zeigen. Guck mal. Na komm, ey, mein Schatz. Mein Schatz, ich krieg noch ein Stückchen Ei. Der ist so lieb, der muss einfach ein Ei haben. Hier. Langsam. Fein. Oh. Er ist so lieb. Ich kann euch gar nicht sagen, wie lieb er ist. Ich liebe ihn so sehr. Christian war den ganzen Tag alleine. Nicht den ganzen Tag. Von um 1:30 bis um 9:30. Meine Schwester hat zwar geschlafen und war mit ihm draußen, aber ich habe trotzdem immer ein schlechtes Gewissen. So ein schlechtes Gewissen. Ist die Mutti um 9:30 mit euch beide noch rausgegangen, ganz lange, ne? War ganz schön dunkel und nass, aber naja, was sein muss, muss sein, ne? So, dann würde ich sagen, ich frühstücke erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, ich wollte euch jetzt noch ganz kurz mal zeigen, welchen Joghurt ich meine. Schaut mal, ist der nicht vegan sogar? Ja, schaut mal, vegan. Also ich versuche da echt drauf zu achten gerade. Und ein Kunde hat mir empfohlen, sogar ohne Zuckerzusatz, da Müsli rein und ein paar Früchte, schmeckt auch. Und die nehme ich jetzt auch. Sonst habe ich ja immer, wartet mal, habe ich die jetzt noch? Ach, die war leer, wartet kurz. Muss ich schnell aus dem Mülleimer rausholen. Sonst habe ich ja immer die hier. Haferessete, und das ist jetzt mal Soja. Ich finde fast Soja schmeckt besser. Ich keine Ahnung, ich muss halt mal. Aber obwohl die schäumt mehr. Zu meinem Kaffee ist die besser. Und wenn ich aber hier so im Mixer die gefrorenen Früchte mache und Haferflocken und Scheisamen, dann nehme ich lieber diese hier, muss ich sagen. Ja. So wechsle ich das immer ab. Einen Tag zum Beispiel Rührei, einen Tag Joghurt und nächsten Tag zum Beispiel diese Smoothie Bowl, die ich euch gerade erklärt habe. Ja, also, das ist eine kleine Empfehlung von mir. Ja, und schaut mal, dieses Gewürz habe ich jetzt genommen. Das ist aber von Lidl. Und dann habe ich hier noch so was, so ein Allrounder. So, schaut mal, das habe ich gestern gemacht, das von Pamela Reif. Nee, vorgestern war das. Gestern war ich gearbeitet. Schon sexy Bauch, die Frau, ne? Aber so wird es bei mir nie aussehen. Wunschvorstellung. So, ich habe mich, I'm ready, für meinen Sport gemacht. Für mich fängt jetzt an, täglich zu trainieren. Und ich habe Fotos gemacht, ich habe in die Kamera gehalten und ja. Wer sich fragt, ob ich mich nicht schäme dafür, nein, ich bin stolz auf meinen Körper. Ich habe zwei lebende Kinder bekommen und wie gesagt, sich viel Geburt nach Dick. Und da hat natürlich mein Körper viel mitgemacht. Ja, natürlich nehme ich auch ab und zu Medikamente. Und die machen sich natürlich dem Öfteren auch bemerkbar mit Gewichtszunahme und wieder Gewichtsabnahme. Ja. Ich bin stolz auf meinen Körper, ich bin gut so, wie ich bin. Und wer mich jetzt bei meinem Werdegang, bei dem Abnehmen, nicht anschauen möchte, hat natürlich die Möglichkeit abzuschalten. Da habe ich gar kein Problem mehr. Und ich denke, Aussehen ist nicht das Wichtigste heutzutage. Man strahlt schöner aus. Na, also daher würde ich jetzt sagen, sportfrei. Oh, wir sind jetzt unterwegs. Dann sind die Frucken, da ist die kleine Leni, da ist der Cooper. Wie versprochen fahren wir drei jetzt in den Wald. Ich habe heute meine Brille auf den ganzen Tag, weil ich bin auch ein bisschen faul, ne? Komm, meine Haare, die müssen auch gewaschen werden. Da packen wir meine Haarpackung rein und lasse die über Nacht dann einziehen. Naja, heute ist eigentlich unser Chill-Day, ne? Und die Hunde freuen sich total, dass wir jetzt im Wald fahren, glaube ich. Die freuen sich richtig. Auf geht's! Und wir haben Bombenwetter, 20 Grad sind. Mal gucken, warum ist Sonnencreme eigentlich? War fein! Ach, es ist wieder schön hier. Wir sind im Wald. Wie schön, ne? Seht ihr die Vögel zwitschern? Oh, ich finde das so schön und beruhigend, ne? Toll. Ja, wir genießen unseren Nachmittag jetzt hier. Freue mich voll. Schön die Ruhe mal und alleine, entspannt, schön. Und morgen sind die Freundinnen wieder dran. Ja, so ist das. Ich muss euch ja mal kurz was zeigen. Ich habe nur noch 2%. Aber schaut mal, als ob die Mauer hier früher lang gegangen ist. Voll krass. Die Gegend hier. Hier war bestimmt so der Zoll oder so drin. Alles so leer. Die Hunde laufen da hinten irgendwo. Voll krass, oder? Wie das aussieht hier. Ich bin hier, hab hier spontan angehalten. Und die Bemalung sieht so aus, oder? An der deutschen Mauer, zur DDR-Mauer ist das ja, wahr? DDR war doch, dann ist Ditte, geht Ditte nach Spandau und das war doch der Westen früher.
Genau, und da ist dann der Osten. Ich weiß es auch nicht. Aber nun gut, meine Kamera hält, ich freue mich voll. Und jetzt ist er aus. Ich sag ja immer, ich bin Ostkind, wa? Und die muss man einfach lieben. Und die Hunde sind im Westen. Da hinten. Und ich stehe im Osten. Nein, nee, da sind die Hunde. Lini! Cooper, komm. Dein Ball. Mal, jetzt laufen wir mal da vorne hin. Mal gucken, was da ist. Da sind auch noch leere Häuser. Und die Vögel sind auch. Mein derzeitiges Abendprogramm. Ich lege noch Wäsche zusammen. Die Babys sind total müde und schlafen. Oh, er genießt es gerade wieder, dass ich ihn noch streiche. Ich habe meinen Workout gerade noch gemacht und die Leni schläft auch. Und ich denke, dann sage ich erstmal bis morgen. Gute Nacht.